Alles begann in Sarajevo. Hier begann der Erste Weltkrieg und hier beginnt das schreckliche Ende dieses kriegerischen 20. Jahrhunderts. Die Völker schlagen aufeinander ein, denn es fallen Grenzen in Europa und Schüsse. Die Aussichten sind schrecklich und ekelhaft. Eine Dunstwolke übelster Stimmung liegt über unserem Vaterland. Deutschland ist mental nicht gut drauf. Die schlechte Laune regiert. In dieser grauenvollen Situation machen sich 5 tapfere Männer auf, den Kampf gegen das Miese und Niederziehende zu beginnen. Sie sagen sich, das Ziel ist der Weg zurück. Und sie brachen auf in Atlantis, um Deutschland zu befreien. Vor ihnen liegt eine gefährliche und stürmische Reise durch ein Meer voller Fallen und Ungeheuer. Die Reichspoltermänner sind aufgebrochen. Werden sie ankommen? Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Stürmisch die Nacht und die See geht hoch, wacker noch kämpft das Schiff. Warum die Glocke so schaurig klingt, dort zeigt sich ein Riff. Brav ist dann jeder an seinem Stand, ringt mit der See für das Vaterland, dem Tode nah, dem Tode nah. Furchtlos und mutig stehen alle da. Herr Kalau, Witzbude U93 meldet, vollzählig zum Witzappell angetreten. Danke, Männer. Frage, Position, wo sind wir hier eigentlich? Am Kap der schlechten Laune angekommen, Herr Kalau. Und wie ist die Lage? Lage ist witzlos. Vor uns liegt ein böses Minenfeld. Funkspruch an Admiral von Witzleben, haben Feindberührung, erbitten Unterstützung durch böse Minensuchboot. Achtung, Herr Kalau, aus 20 Uhr 4 Miesmacher im Anflug. Scheiße, Pontiflieger! Oh. Dann wollen wir mal, Männer, Stimmungskanonen witzbereit machen und auf Witztiefe gehen. Witzboot auf Witztiefe. Frage, können wir noch tiefer gehen? Bedauere, Herr Kalau, niedrigstes Niveau ist schon erreicht. Achtung, Herr Kalau, besonders böse Mine, Reihe 4, Platz 34. Oh ja. Achtung, Männer, Einzelwitz auf Reihe 4, Platz 34. Witz frei! Kommt eine Frau zum Arzt. Witz läuft, Herr Kalau. Herr Doktor, Herr Doktor. Witz sucht sein Ziel. Mein Mann kann nicht mehr. Witz vorbei, Herr Kalau. Pointe nicht gezündet. Donnerwetter, schlauer Hund, die böse Mine. Die erste Pointe ist gefallen. Gott sei ihrer armen Seele gnädig. Jetzt wird's gefährlich. Feindlicher Pointenzerstörer, quer ab. Achtung, Lachsalve von rechts. Gut gemacht, Männer. Eiserne Ration an Schatzkeksen ausgeben. So, jetzt wollen wir mal eine nachlegen. Einzelwitz frei. Frage, was ist flüssiger als Wasser? Witz läuft, Herr Kalau. Die Schwiegermutter. Witz sucht sein Ziel. Denn sie ist überflüssig. Schatzkeks ist nass geworden. Wir haben hier höchstens noch 3 Bounties. Keine Meuterei! Ah! Gehen Sie ins Witzdepot und holen Sie die Trottenwitze raus, Sie Lachsack! Witz klemmt, Herr Kalau! Lachbatterie muss nachgeladen werden. Scheiße, wir hatten Schlüssel zum Pointenmagazin. Ruhig, Blutmänner. Frage, können wir mit eigenem Humor noch die nächste Pointe erreichen? Jawohl, Herr Kalau, Lage hat aufgeklärt. Nur noch eins, der Heulboje Steuerbord, Herr Kalau. Heulboje mit Spitzenwitz entschärfen, Witz frei! Witz läuft, Herr Kalau. Witztreffer Zwerchfels, Herr Kalau. Selten so gedacht. Achtung, Männer. Fertig machen zum Landgang. Danke, Herr Kalau. Lang schon ist in Deutschland die Stimmung versaut. Gibt's denn gar nichts mehr zu lachen, wenn man mal so um sich schaut? Böse Mienen, schlechte Laune, wohin das Auge blickt, um euch ein wenig
zu bringen, hat man uns geschickt. Um euch ein wenig Witz und Spaß zu bringen, hat man uns geschickt. Ein Lied, zwei, drei. Wir sind Humorsoldaten und hauen euch die Pointe ums Ohr, ums Ohr, ums Ohr. So, war das vielleicht komisch, ja? Habt ihr alle recht gute Laune hier? Da bin ich aber froh. Hauptsache, ihr habt immer schön eure Witzfiguren. Dafür waren wir aus dem Osten ja auch gut. Haben wir 3 Jahre lang auch brav mitgemacht, aber jetzt ist Schluss. Bei mir habt ihr euch geschnitten, jetzt ist Schluss mit der Freundlichkeit. Das war vielleicht ein Stress. Nach der Wende müssten wir plötzlich freundlich sein. Als deutsche Polizisten. Ein solcher Unfug. Da bin ich den ganzen Tag so rumgelaufen. Ja, glauben Sie, ich war freiwillig freundlich, das war doch eine Dienstanweisung. Ich war doch froh, wenn der Dienst vorbei war. Denn früher waren wir überhaupt nicht freundlich, aber überhaupt nicht. Da waren wir nur unfreundlich, aber nur. Die Polizei, dein Freund und Helfer, auch ein solcher Unfug. Ja, soll ich den Kriminellen vielleicht auch noch helfen? Wir kennen uns. Ich kenne Sie doch von der Transitstrecke nach West-Berlin. Machen Sie mal das Ohr frei. Da war der so klein mit Hüt. Aber sich heute lustig machen, weil bei uns nichts funktioniert, weil wir die Sache angeblich nicht im Griff haben. Warum klappt denn das da drüben bei uns nicht? Weil ihr uns alles genommen habt. Da durfte doch überhaupt nichts bleiben, weil überhaupt nichts. Nehmen Sie zum Beispiel unsere schönen alten Uniformen. Das hier ist doch noch eine Uniform. Das ist Tradition, das ist Preußen. Dagegen könnt ihr euer ganzes Desiner Gelumpe aus dem Westen wegschmeißen. Hier im Westen erkennt es doch gar keinen Unterschied mehr. Hier bei euch, da sieht ein Polizist doch aus wie ein Mann von UPS. Der Intercity-Chef, das könnte ein Briefträger sein, der Bundeswehrsoldat vielleicht der Steward ist oder was. Ich weiß doch Bescheid, wir haben doch die neuen Uniformen bekommen hier aus dem Westen. Da sind die Wessis natürlich wie immer von sich aus gegangen, haben gedacht, was für die Hamburger gilt ist, muss auch den Sachsen passen. Aber bei euch in Hamburg ist ein Polizist doch mindestens 1,90 Meter groß. So, jetzt gucken Sie mich mal an. Ich habe mir noch Glück, ich könnte mir die Hose hier unten abschneiden, aber die meisten von meinen Kollegen, die sind doch auch noch viel zu, ja, soll ich mich da ausdrücken, jetzt also viel zu stattlich. Die sehen in so einer Westuniform doch aus wie die Thüringer Bratwurst in der Pelle. Wenn sich da mal einer bückt, dann reißt er gleich hinten die ganze Jacke auf, da sieht er aus wie ein gerupftes Hühn. Und deswegen habe ich den Antrag gestellt, dass ich meine alte Uniform noch behalten darf. Das ist doch eine super Uniform. Das ist doch ein super Schnitt. Das ist auf Talche gearbeitet, das macht Figur. Die Frauen können sich da gar nicht zurückhalten. Die gucken mich an mit solchen Glubschern, wenn ich so vorbeigehe. Ich verstehe das. Denn so eine Uniform, die drückt eben doch eine gewisse männliche Härte aus. Die Uniform hält eben alles zusammen. Schauen Sie mal her. Diese Uniform, die könnte ich theoretisch ausziehen. Theoretisch. Die könnte ich hier alleine loslaufen lassen. Da marschiert die durch den Saal wie eine Eins. Und praktisch ist die, auch nach 16 Stunden härtestem Einsatz, verrutscht ja nicht mal der Schlips. Und das ist noch ein Schlips. Da kann man keiner drauf treten. Dagegen könnt ihr euren ganzen Desiner vergessen. Euren Armoni, Caloni oder Missoni. Meine alte Dienstbrille habe ich mir auch noch aufbewahrt. Das muss doch alles zusammenpassen. Stellen Sie mal vor, ich hätte diese schöne Dienstmütze auf.
Jetzt hätte ich eine Brille dazu von diesem verrückten Franzosen. Wie heißt er nochmal? Dieses Gaultier oder was? Da sehe ich da aus wie ein aufgeputzter Ü. Das muss doch alles zusammen. Schauen Sie mal, die Uniform ist doch der äußere Ausdruck vom Ganzen. Das ist doch der Rahmen, der echte Mantel der Geschichte. Das ist doch wie beim Fahrradreifen, wo der Mantel auch die ganze Höhle Luft zusammenhält. Aber wenn der Fahrradreifen kaputt ist, fällst du vom Fahrrad, liegst mit der Schnauze im Dreck. Da liegen jetzt viele von uns. Die sind von der Wende so untergeduckert. Die wissen überhaupt nicht mehr, wer sie sind, wo sie sind oder wer sie gekommen sind. Das nehmen sie uns. Früher waren wir die Chefs und heute? Wie soll ich denn einen Fahndungscomputer bedienen, wenn ich noch nicht mal weiß, wie ich ein Unfallmeldeformular von der Allianz ausfüllen soll? Aber eins verspreche ich Ihnen, mein Freund. Sobald ich das begriffen habe, reden wir beide wieder im alten Ton miteinander. Die Uniform war eben schon mal da, jetzt fehlt uns bloß noch der Staat dazu. Und deswegen ergeht es an alle die polizeiliche Anordnung. Sie unterschreiben alle unseren blauen Appell für die Wiedereinführung der guten alten preußischen Uniform. Bei Feuerwehr, Deutscher Post, Deutschem Zoll und Deutscher Volkspolizei. Die Listen liegen draußen aus. So, wenn es hier keine Fragen mehr sind, danke ich für Ihr Verständnis, Ihre Aufmerksamkeit. Die Veranstaltung kann hier fortgesetzt werden, ordnungsgemäß natürlich. Ist der Veranstaltungsleiter hier im Saal? Hallo, sind Sie der Kaderleiter hier von diesem Theaterkombinat? Was? Wie bitte? Kinder, ich verstehe euch nicht hier in Hamburg. Ich bin bloß froh, dass wir Sachsen keinen Dialekt haben. Schönen Abend noch. Wer war das? Sag mal, Leute, ich finde ja eigentlich. Was soll das denn mit so einem Teil auf Ausländern rumzuschlagen? Das ist doch total krank, das ist doch echt behämmert. Was ich nicht verstehe ist, wie kann man als zivilisierter Mensch mit so einem abartigen Gerät überhaupt rumlaufen? Leute, das ist ein Haushaltsgerät aus der Zeit von Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer. Habt ihr irgendwie nicht mitgekriegt, dass inzwischen die Entwicklung ein bisschen weitergegangen ist? Das ist doch total unappetitlich. Und außerdem, das bringt's doch auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Nachrichten geguckt habt. Das sind doch nicht nur die Jugos, wo die Kacke am Dampfen ist. Das ist nicht nur Moldawien, Tadschikistan, Tamilistan und das wilde Kurdistan. Da werden überall auf der Welt pausenlos Asylanten in Serie produziert. Das könnt ihr mit eurem Baseballschläger gar nicht abarbeiten. Da holt ihr euch einen Tennisarm. Da weiß ich gar nicht, ob das für euch die richtige Sportart ist. Leute, denkt doch mal nach. Im Leben eines jeden Jungen kommt mal der Augenblick, wo er sich entscheiden muss, in welcher Mannschaft er mitspielen will. Bundesliga oder Bundeswehr. Und das ist vollkommen klar. Wenn ihr Stress mit Ausländern in der Mannschaft haben wollt, dann müsst ihr auf den Fußballplatz gehen. Wenn ihr aber in einer Firma schaffen wollt, in der absolut kein Türke arbeitet, dann kommt doch einfach zu uns. Glaubt ihr, ich wäre so blöd und würde für meine Springerstiefel Geld ausgeben? Die kriege ich vom Verein gestellt. Wir haben die geilsten Bomberjacken und die schärfsten Offroad-Schlitten in ganz Europa. Das sind keine gebrauchten Russenmöhren wie bei euch in der Wehrsportgruppe. Das sind nagelneue amtliche Teile mit CB-Funk und Stollenreifen und Allradantrieb. Das kriege ich umsonst. Leute, wir haben einen Waffenladen. Das gibt es in keinem normalen Geschäft. Nur Originalteile von Mauser, Walter und Mercedes. Richtig gutes Zeug. Da klappt jedem Hardcore-Fan das Messer in der Hose auf. Und Freunde, mit mir könnt ihr auch ganz locker über Geld reden. Bei uns ist vollkommen klar, dass es für gute Arbeit auch gutes Geld geben muss. Bei uns muss keiner für lau oder für irgendwie ein patriotisches Gefühl mordsmäßig reindreschen. Und da tut sich in unserem Laden in der letzten Zeit eine ganze Menge. Auch unseren hohen Tieren ist klar geworden, dass in Zukunft für ein Auslandsspiel ein bisschen mehr Geld drin sein muss. Da müssen wir uns eben mal um die Fernsehübertragungsrechte kümmern. So ganz klar, wenn wir als Blauhelme auswärts antreten, dann wollen die Fans zu Hause ein paar anständige Bilder sehen. Ich verstehe das. Ehrlich, was da damals aus Bagdad rüberkam, ja, diese grünen Flimmerstreifen.
Das war ja wie aus der Vorzeit der Telespiele. Ich habe glatt gedacht, mein Fernseher ist kaputt. Wenn wir in den Ring steigen, da steigt die Einschaltquote, da ist echtes Geld da. Da kann man auch mal eine Mark für eine anständige Kamera ausgeben. Bei den 12 Millionen, die so ein Marschflugkörper kostet, spielen doch die 2000 Eier für die Kamera vorne drin keine Rolle mehr. Ja, und dann geht das aber ab, so wollen die Fans das doch haben, mittendrin dabei, in super Zeitlupe. Und dann machen wir auf die Raketen Werbung drauf und dann kommt die Asche wieder rein. Das ist doch ein super Bild, Müllermilch. Coca-Cola. Snickers. Nintendo Song. Aber keine Zigarettenwerbung. Da gucken schließlich auch Kinder zu. Und damit das richtig rund läuft, unten die Trikots von der Gegenmannschaft mit den T-Shirts der Spenderorganisation, Kontonummer gleich drauf, dann rollt der Rubel. Ehrlich, Leute. Jeder Bundesligaspieler kriegt Patte, wenn er für Puma posiert. Aber die da unten in Somalia arbeiten immer umsonst für Benetton, das geht nicht. Ich bin für einen harten Wettkampf, aber er muss fair sein, klar? Überlegt euch das, ob ihr weiter bei den Amateuren in der Provinz mitbolzen wollt oder ob ihr demnächst mit uns international vorne dabei sein wollt. Überlegt euch das, ob ihr weiter mit diesen blöden Baseballschlägern um euch schlagen wollt. Teilen, die überhaupt gar keine UNO-Zulassung haben, wo dir der nächste Tierschutzverband ein Ding an den Hals hängt. Oder wollt ihr lieber in einen Verein, wo die Ausrüstung TÜV geprüft, DIN genormt, amtlich zugelassen und feldmäßig lackiert ist nach allen Regeln der Genfer Schlachtordnung, wo du mit Sicherheit ein gutes Gefühl haben kannst? Dann hört das mal auf mit dem Quatsch, hier Ausländern bei uns die Hütten zu flambieren. Ihr seid doch blöd, ihr macht euch doch die eigenen Sozialwohnungen kaputt, das ist doch krank. In unserem Verein gibt es eine goldene Regel. Wenn wir Ausländern die Hütten abfackeln, dann machen wir das im Ausland. Wir haben mit Volker Rühe einen Coach gekriegt, der nach vorne guckt. Und damit ist unsere Zukunft klar. Wir werden nicht immer gebraucht, aber immer öfter. Sagen Sie mal, Bubi, und diese Kette, die lese ich jetzt echt als MS-DOS-Diskette? Nein, Birdie, als Apple. Aber die ist garantiert virenfrei, also safer Software. Natürlich. Also wenn ich das richtig verstehe, Bubi, wenn Sie die gleiche Software haben wie Birdie, dann sind Sie beide Partykumpel. So, Kinder, können wir bitte mal? Ja, aber sofort. Ganz schnell. Yep. Ja, können wir bitte anfangen? Ich glaube, Sie. Ja. Also, bei RTL wird am 1. eine ganz neue Sendeschiene frei, Primetime. Ich habe bereits mit Conny gesprochen, da gehen wir rein. Aber wir müssen flitzerschnell sein, sonst gibt es Rudi. Sekündchen, über wie viele Minütchen plaudern wir hier? Oh, ich weiß nicht, Bubu. Auf jeden Fall Umfeld für zwei Werbeblöckchen. Bernie und die Ratings? Hauptsache Zielgruppe 15 bis 25. Ach, so junge Dinger. Ja. Aber Bernie, nicht wieder diese Kindergartenscheiße. Kinder quälen ihre eigenen Steiftiere. Wer hat meinen Teddy geschlitzt? Was ich auch überhaupt nicht mag, ist diese katholische Rumbumserei mit Ute Ranke, Heinemann und Trevermann. Das ist Quill-TV! Bernie, was ist mit lesbischen Herrentorten? Out, Bubi, out! Hallo, Wackelarsch! Jetzt passt mal auf, Kinder, ich will von euch nicht hören, was out ist. Ich will ein paar Proposals hören. Was ist denn in? Bodo, Birdie, Bubu und Bubi. Ja, komm, Kinder, gib's mir. Komm. In sind Feelings, der Hass. Kinder, kommt mir bitte nicht wieder mit Torten schmeißen. Aber Birdie, schmeißen ist gut. Schmeißen, Bodo, ist noch kein Konzept. Bernie, wieso? Bernie, ich habe eine Schnulli-Granaten-Idee. Meine Negerkusskanone, Bubu. Nein, hör mal, die Leute müssen doch lachen können. Ja, worüber lacht man denn? Ach komm, Kinder, jetzt mal bitte nach vorne denken, ja? Mediamix, Gameshow und Doku mal zusammenbringen. Reality auch mal direkt ins Game rüberlaufen lassen. Kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, ich hab's. Das hat was, das hat's. Ich hab's. Ein Gerüst, darauf ein Kerl von einem Bauarbeiter. Oh. Ihr habt nur das eine im Kopf, der ist von der Gewerkschaft seit 12 Jahren. Er hat einen Helm auf, aber ihm fällt gar nichts auf dem Helm drauf, sondern er fällt mit seinem Helm runter. Ne?
Ne, super, ja. Bubu. Es kommt ja. Ich glaube, Bernie, wir sind ganz nah dran. Geben Sie Bubu noch ein Nougat-Ei, dann kommt's ihm gleich. Und der Gag ist, wie er runterfliegt, zieht die Feuerwehrleute unten schnell das Tuch weg, bevor er aufdotzt. Ist das nicht süß? Und, Bubu? Tut mir leid, Bernie, ich sehe die Story nicht. Ja, genau, Bubu, zum Pünktchen. Komm, weiter. Ist doch ganz einfach, Bernie. Während er runtersaust, Bernie, meckert er noch rum, Bodo und Bubi. Gott, Bubu, der hat die Pforte nicht geschnallt. Eben, Bubi, der versteht keinen Spaß. Ja, aber Kinder, das ist es doch. Verstehen Sie Hass? Verstehen Sie Hass? Sehr gut. Hass super. Mit Spaß. Leider sehr gut, Bubu. Wunderbar, einer nach dem anderen. Ich erwarte die Vorschläge. Bitte, Bodo. Ja. Ein Bus mit polnischen Touristen an der Grenze. Versteckte Kamera an der Grenze und im Bus dann Steine rein, Baseballschläger, Schuss gegen Schuss. Dann reißt der Moderator die Türe auf, Harald Schmidt. Aber da könnten wir doch, Bodo, eigentlich wieder unseren alten Kurt Felix entmotten, oder, Bernie? Halt deine verfickte Fresse. Der Moderator reißt die Türe auf und ruft, verstehen Sie Hass? Und die verstehen noch nicht mal Deutsch. Sehr schön, Bodo, sehr schön. Aber zu der Staffel gehört mindestens sechs. Also bitte, Bernie. Ja. Das ist Hit oder Shit. Hit, komm, hit, 6, hit, 5, 4, Birdie, ich warte, 3, 2, 1 und, ich hab's, ja. Also, ein UNO-Hilfskonvoi fährt die Straße nach Sarajevo hoch, er kient die Terpentinen rauf und runter und die große Frage ist, kommt er überhaupt an oder kommt er nicht an? Die ganzen Bosniaken sind schon unheimlich nervös, endlich ist er da, die Reifen sind total abgeledert, jetzt lädt er die ganzen gespendeten Lebensmittel aus, da greift sich so ein Muslim eine Konserve. Dosendose rammt seinen Dosenöffner rein. Rums! Da geht die ganze Dose los. Und jetzt kommt als Moderator Peter Schollatour mit Rute und Knute und seinem regensicheren Kugelmantel und fragt, verstehen Sie Hass? Gekauft, Bernie. Ja, wir sollten Sie aber nicht mehr auf diese dummen Jugos beschränken. Also bitte, Bubi, ich höre. Ich sage mal Vanillepudding. Bubi, ich hatte schon mal gesagt, nicht schon wieder diese Kindergartenscheiße. Ja, Sie wissen doch überhaupt nicht, worauf die Story hinausläuft. Nein, Salmonellenattacke im Altersheim. Altes Schleuderei. Halb ausgebrütetes Frischei. Direkt von der Hühnermafia mit Essen auf Rädern angeliefert. Reisschwenk auf die Omis. Kotzwirt. Zoom in die Correga-Tapshöhle und dann fragt aus der Schnauze die deutsche Fernsehsalmonelle Max Schautzer. Verstehen Sie Hass? Sehr schön, wunderbar. Ganz hervorragend. Nein, wirklich, Kinder, ich bin begeistert. Ja, Bernie, das verkaufen wir worldwide als deutsche, was heißt nochmal, Hass auf Englisch? Als deutsche Late-Hate-Show, die Engländer sind ganz heiß drauf. Ja. It's never too late to hate, dear. Ja, wunderbar. Gekauft. Bodo? Am Gerät. Das Casting? Casting kommt. Ja. Bubu? Allzeit bereit. Das Exposé? Wächst schon. Bubi? Bei der Arbeit. Die Locations? Schon im Sack. Und Bernie? Die Skette ist stadtklar. Das Schriftliche? Nein! Doch! Morgen 11 Uhr ist Deadline, da will ich das Konzept zerreißen. Noch Fragen? Danke, Bernie! Halt, Moment, Kinder, ganz kleinen Punkt, bevor ihr geht. Unsere wunderschöne, süße Ostereierfeier. Wenn ich dieses Jahr dabei sein sollen darf, dann bitte nur mit Eiersuchen. Eiersuchen ist 93 ein absolutes Must. Bernie, meine Mutter könnte uns die Eier ausblasen. Darf ich unser Nest schmücken? Ich habe da in Harpers Bazaar eine ganz tolle Deko gesehen. Bernie, ganz entscheidende Frage ist doch, wer spielt den Osterhasen? Oh, hör auf mit dieser Kindergartenscheiße! Du fährst morgens in die Kälte und alle sind schlecht drauf. Fahnen von verzechter Nacht und abgestandener Rausch. Schlechtes Deo und dazu eine Wolke Petralon. Achselschweiß zum Frühstück, ja wer liebt das schon? Du liegst in der Kurve mit einem Affenzahn. Es ist mal wieder Depression in der U-Bahn.
kreischend ihren Schmerz in dunkle Nacht. Versteckt hinter der Zeitung, wer hat wen schon wieder umgebracht? Wird der Nächste dir zum Feind, wird die Luft zu einer Wand. Und irgendwo im Osten ist schon wieder wer verbrannt. Der Tag droht immer näher und du verfällst im Wahn. Es ist mal wieder Depression in der U-Bahn. Zusammen, werd nicht alt und fett, du wirst heute noch gebraucht, denke nicht ans warme Bett, das ist der Maskenball des Grauens, du siehst in jeden Tag, dein Kopf drin voller Kreischen und du fühlst im Mund Belag, nur noch eine Station, was hast du dir da angetan? Die volle Depression in der Das ist der volle Wahn, die volle Depression in der U-Bahn. Meine Damen und Herren, man hat mich soeben mit sofortiger Wirkung zum Reichskolonialbeauftragten ZBV ernannt. Ich nehme das Amt an, um Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Man beklagt sich ja gegenwärtig in Deutschland über Gemütskälte, über Herzenskälte, nicht nur im Winter. Ja, es heißt sogar, es gebe keine Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, meine Damen und Herren, aber stellt sich nicht her in den kalten Frösten einer zügellosen Freiheit. Gemütlichkeit blüht da auf, wo Menschen miteinander sind, wo der eine für den anderen denkt, also in der Knechtschaft. Führen wir also in Deutschland die Sklaverei wieder ein. Wir kennen das aus der Kindheit, Onkel Toms Hütte, vom Winde verweht, 1 und 2, das sind klare Verhältnisse und treusorgende Familienfälle. Ja, der Herr Stroh, der Stock der Atem, da fragt sich der Saal betroffen, ist der Mann besoffen oder spricht er für die Kirche? Denn er will uns ja hier die Sklaverei wieder einführen. Ja, in Deutschland das Modell der Sklavenhaltergesellschaft als neuestes Utopie-Sonderangebot verhökern, ich sehe keine Polizei hier im Raum, die für Ordnung sorgt. Und damit sind wir bei unserem Thema, der Staat. Was ist der Staat? Wo kommt er her? Wo geht er hin? Was macht er in der Zwischenzeit? Der Staat selbst ist auch ein Ausländer und kommt aus Griechenland und heißt dort Polis. Das Wort Polis haben die Griechen vom germanischen Polizei übernommen. Ordnung schaffen wie die Affen. Denn die Germanen waren ja noch auf den Bäumen, als die Griechen ihren Staat schon auf dem Marktplatz Gassi führten. Der Grieche aus Griechenland funktioniert als Demokrat ja nur solange es Sklaverei gibt, also Sklaven, die die Arbeit machen, die er nicht leisten kann, weil er abends zu politischen Terminen gehen muss. Wie sieht's bei uns aus? Jahrelang, das Land der Griechen mit der Seele suchend, haben wir es gefunden. Überall ist Griechenland. Vulkane brechen aus, Hephaistos. Flugzeuge stürzen ab, Ikarus. Busse irren ziellos umher und belästigen Leitplanken. Odysseus. Der Islam steht vor den Toren unserer Republik, Gyros mit Tzatziki. Das alles zeigt doch, die Demokratie ist am Ende. Nur sind es diesmal nicht die Herrschenden, die da oben, volkstümlich die Schweine genannt, schuld. Die sind ja harmlos. Harmlosigkeit, dein Name ist Weizsäcker. Deshalb dreht das Volk doch durch. Wir haben ja eine Demokratie und Demokratie ist Schweinestall ohne Bauer, Massentiere ohne Haltung. Das Volk will über sich keinen Sklaven sehen und unter sich keinen Herrn. Deshalb ist die Demokratie am Ende. Führen wir, jetzt könnte jemand sagen, halt, gut. Er könnte das Argument verschärfen, indem er formuliert, falsch, auch nicht schlecht. Könnte sogar sagen, die Demokratie ist erst am Anfang. Das klingt wie mitgedacht, das macht einen guten Eindruck und ist naturgemäß Schwachsinn. Denn schauen Sie, wir haben ja viel zu viel Demokratie. Mitbestimmung, dauernd wählen gehen, das ist furchtbar. Opposition, schauen Sie sich die Opposition an, das ist die reinste Depression, das macht doch keine Freude. Wir wollen doch alle mehr als nur dagegen sein. Was wollen wir denn? Fressen, ficken, saufen, Urlaub machen und dass die Rente stimmt.
Und damit sind wir bei den drei Säulen unserer Kultur: Hochzeit, Mahlzeit und Freizeit. Alle drei. Moment, alle drei werden verbunden durch die Gemütlichkeit. Daher sagt man ja auch in Deutschland, ein Prosit der Gemütlichkeit, wenn man den Wesenskern des Grundgesetzes zusammenfassen will. Führen wir also auch aus verfassungsrechtlichen Erwägungen die Sklaverei in Deutschland wieder ein. Aber auch im Interesse der Asylanten. Schauen Sie, wenn es weltweit bekannt ist, dass wir in Deutschland wieder Sklaverei haben, wird sich mancher überlegen, ob er dann noch hierher kommt. Derjenige aber, der gekommen, der wird geschützt sein. Der Sklave ist Eigentum seines Herrn. Das Eigentum steht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Das verpflichtet sogar. Wenn mir jemand meinen Sklaven anzündet, wird er sofort erschossen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass Sie noch nicht ganz davon überzeugt sind, obwohl ich Ihre Zustimmung schon merke. Aber dann liegt es am Namen. Das Produkt hat noch keinen guten Namen. Sklave. Klingt nicht schön, erinnert ein wenig an Slave. Sagen wir es einfach, sagen wir es moderner. Sagen wir die Sklave, sagen wir Beamter. Denn das ist es doch, was man eigentlich sein möchte. Protestbeamter auf Lebenszeit mit staatlich bezuschusstem Zahnersatz. Wenn das keine Sklaverei ist. Als Willy Brandt 1972 das Berufsverbot einführte, hätte man sagen können, gut, bestimmte Berufe gehören auch verboten. Aber darum ging es damals gar nicht, sondern die Menschen haben gegen das Berufsverbot gekämpft, weil sie wieder dienen wollten, dem Staate dienen wollten als Beamte. Dieser Kampf wurde mit einer großen Wut geführt. Diese Wut kam aus dem Bauch heraus. Mein Bauch gehört mir. Das entspricht der Natur des Menschen, der Eigenschaft des Leibes, der Leibeigenschaft. Danke sehr. Meine Damen und Herren, es war 1987 in Osnabrück. Nein, es war 1989 in Berlin, als die Mauer fiel. Und seit der Zeit ist alles noch viel schlimmer geworden. Es ist einfach grauenhaft, also normal. Ja, man kann sogar sagen, es ist ganz schlimm geworden und deshalb heißt es ja auch, der Feind steht rechts. Auf meinem Shell-Atlas ist das der Osten. Was früher uns der Russe war, ist heute schon in Sachsen da. Das heißt, Europa ist ein Irrenhaus und Deutschland die geschlossene Abteilung. Schauen wir also mal hinein, wie es da aussieht. 1990, Weihnachten, traf sich zum ersten Mal ein Ehepaar West, ein Ehepaar Ost, feierten gemeinsam Weihnachten. Oh, alles war schon angelegt. Aber jetzt sind wir einen Schritt weiter. 1992, Weihnachten 1992, wir befinden uns auf Teneriffa. Sie sehen das, der schwarze Sand. Die Kanaren zirpen, zirp, zirp. Wir befinden uns Weihnachten 1992 auf Teneriffa. Die Sonne scheint, weil sie keine andere Wahl hat, auf nichts Neues. Was wird der Tag bringen? Sag mal, Günther, haben wir eigentlich schon die Miete für das Apartment bezahlt? Erstens, Martha, ist es keine Miete, sondern eine Rate. Das verstehe ich nicht. Für unsere Timesharing-Wohnung. Das verstehe ich auch nicht. Und zweitens braucht man nichts zu bezahlen, das wird doch alles abgebucht. Das verstehe ich auch nicht. Aber gut, dass du den Überblick behältst. Mensch, Günther, wer hätte das vor 2 Jahren gedacht? Wir jetzt eine Dachetagen-Betondatsche auf der Putzfraueninsel. 30.000 Mark. Martha, das war ein Sonderangebot. Das war noch billiger als unser Opel Vectra. Mensch, Martha, Weihnachten und dann Sand statt Schnee. Weißt du was? Jetzt lass ich mir einen schönen kalten Zauberzer kommen. Und dann kriegst du noch einen Freixenet ausgegeben von Papa. Super, Kinder. Aber heute Abend, da gehen wir mal wieder was richtiges Alkoholisches trinken. Im original spanischen Hofbräuhaus. Weißt du, Günther, da kann ich nämlich die Speisekarte wieder selber lesen. Da brauchst du gar nichts zu lesen, Martha, da musst du doch bloß auf dem Foto zeigen. Hallo, Meister! Que pasa, Gringo? Oh, Torero! Ein Zerwetzer. Hä? Einen Zerwetzer. Mein Mann will ein Bier. Jawohl. Alle Mann? Nee, nicht für alle Mann, bloß für mich. Oh.
Wissen Sie, wir kommen aus Sachsen. Oh, hole Kollegen aus Polen. Moment mal! Hallo! Kann man den Scheißstrand kein Bier kriegen oder was? Hansi Mats! Du hast es mir versprochen, du alte Sufthöhle. Vor vier kein Bier. Hansi Mats, unsere Liegestühle sind besetzt. Tu was. Das sind bestimmt Belgier. Ich reiß sofort wieder ab. Da hängen irgendwelche Klamotten von wildfremden Leuten in unserem Timesharing-Apartment. Er zahlt 30.000 Mark dafür, dass wir einmal im Jahr eine popelige Woche hier sein können. Und jetzt bucht uns dieses südländische Gesocks von der Verwaltung mit irgendwelchen Kümmelsachsen zusammen. Ja. Und jetzt ist auch noch mein Liegestuhl besetzt. Ja, ja, das ist ja schlimmer wie bei der Invasion in der Normandie. Würden Sie bitte aufstehen? Würden Sie bitte Ihre fetten Ärsche von unseren Liegestühlen erheben? Also, das ist our chair. Trashair, wie er Paintlitz. Günter Motzki ist losgelassen, wir werden vertrieben. Die benehmen sich ja schlimmer als die Russen beim Einmarsch. Russen? Wo sind die Russen? Nein! Doch! Ilse! Günter! Hans! Martha! Was macht ihr denn hier? Na, wir feiern Weihnachten. Wir feiern Weihnachten. Ihr? Ja, hier. Das ist mal wieder typisch. Typisch? Wer war denn hier für die Liegestühle verantwortlich? Ich war hier für überhaupt gar nichts verantwortlich. Ach. Ich wollte überhaupt gar nicht hier hin. Ich wollte wieder in unseren Wohnwagen nach Ramüntrop. Ach, auf einmal. Auf einmal. 25 Jahre sind wir zu unserem Wohnwagen nach Ramüntrop gefahren. Und jetzt im 26. Jahr kommt er plötzlich auf die Idee und muss nach Playa de los Ingles hin. Je öller, je döller. Ich weiß auch nicht, meine Ehe, also. Martha, was ist denn hier los? Günther, lass sie doch mal reden. Weißt du, das ist Streitkultur. Das solltest du mit mir auch mal machen. Aber ich war doch noch nie in Bad Intrup. Das kommt dabei raus. Jahrelang haben wir dieses Völkchen über Wasser gehalten. Jetzt leihen wir denen einmal 30.000 Mark und schon nehmen die uns hier die Liegestühle weg. Was ist eigentlich aus dem Geld geworden? Hat das schon alles ausgegeben? Nee, Hans, weißt du, das wird nicht mehr ausgegeben. Das wird abgebucht. Von unserem vom Konto. Für unsere Timesharing-Wohnung. Wie Timesharing? Einfach auch hier. Sag mal, hör mal, ich dachte, ihr wolltet euch von dem Geld eine Existenz aufbauen. Hier, Imbissbude, mein Gott, was hab ich mir alles für Namen einfallen lassen? Günnis Schmackofatz, Marthas Mampfkiste, Muttis Futterkrippe. Und die Gewinnbeteiligung, die ihr uns versprochen habt? Wo wird das Geld verplempert auf Teneriffa? Aber gleich mit Eigentum am Südseestrand. Nun, wir haben 40 Jahre umsonst gelebt. Da müssen wir doch auch mal was kaufen und ausgeben dürfen. Martha, das wird doch nicht ausgegeben, das wird doch bloß abgebucht. Aber sag mal, Hansi, mal als anderes Thema, hast du auch mal ein Handtuch aus dem Hotel Weltfrieden in Halle mitgehen lassen? Das ist von den Assis, die illegal unsere Wohnung besetzt hatten. Was mache ich jetzt mit Meerwasser nass und dann knall ich denen um die Ohren? Aber vorher mache ich noch einen Knoten rein. Ja. Oh, das ist aber brutal. Ja, was würdet ihr denn machen, wenn in eurem Ferienapartment die polnische Wirtschaft ausgebrochen wäre? Polen! Die verwanzten Röcke von den verlausten Kaschubenweibern einzeln in Streifen rein. Genau, drauf rumtrampeln, eingraben und den Kammerjäger holen. Und das Handtuch? Und das Handtuch, das verlauste Hansemerz, weißt du was, das machst du im Meerwasser schön nass und haust es ihnen links und rechts um die Ohren. Aber vorher, Kinder, vorher machst du noch einen Knoten rein. Und genau das haben wir gemacht. Sag mal, Hans! War da vielleicht in der Wohnung so ein kleiner karierter Koffer aus Plaste? Und ein schöner Kleidersack aus 95%igem Dederon? Und stand da in der Brause vielleicht so eine Dose Florena-Creme? Und auf dem Wohnzimmertisch eine Stange F6? Ja, da habe ich alles auf den Müll geschmissen. Ah, mein schönstes Kleid! Dieses fiese Grüne mit dem Warschauer Pakt Fregattenschnitt. Größe 68 von der Sättigungsbeilage. Damit hab ich im Nähwettbewerb auf unserem Mach-Mitstützpunkt die rote Karte gewonnen. Das wäre dann ja wohl dein Korn gewesen. Den hab ich doch aus der Pöbling, mein Herz. Die benehmen sich ja schlimmer als die Treuhand. Günter Thümers. Vater Schuld, das Überfallkommando. Jetzt kommt die Schlüsselszene. Ja, genau. Woher habt ihr überhaupt den Schlüssel zu unserem Apartment? Und ihr, woher habt ihr den Schlüssel zu unserem Apartment? Woher habt ihr eigentlich den Schlüssel zu unserem Apartment? Woher habt ihr eigentlich den Schlüssel zu unserem Apartment? Moment! Weiß hier irgendjemand, woher die den Schlüssel zu unserem Apartment haben? Das war die Schlüsselszene. Das schöne Geld
wie gewonnen, so zerronnen. Martha, wir stehen doch super da. Das haben wir alles mit dem Geld von denen da bezahlt. Hansi Matz, hast du das gehört? Tu mir eine Liebe, hol sofort das Geld zurück. Ich stehe hier, hab nichts anzuziehen und deine pucklige Verwandtschaft holt sich von unserem Geld Häuser auf Teneriffa. Sag mal, was wollt ihr eigentlich bei den vielen Schulden mit einer Wohnung im Ausland? Aber in Zwickau ist es doch viel zu gefährlich für uns geworden. Genau, Hansi Matz, du machst doch keinen Begriff. Zwickau ist inzwischen Chicago. Oben der Pole, unten der Russe, links der Neger, rechts der Fidschi und wir sitzen mitten drinne. Das kann ich doch meiner Martha überhaupt nicht zumuten. Jetzt schau sie doch mal an, das zarte Reh. Müsst ihr euch mal vorstellen, wir 9000 Deutsche allein unter 45 Ausländern. Die gehen mir an die Wäsche, wenn ich sie auf die Leine hänge. Und da mussten wir doch ins Ausland ausweichen. Jetzt haben wir uns extra in Spanien eine Ferienwohnung gekauft, damit die uns nicht mehr überfallen. Da hängt der diese Zonenbrut schon wieder am Hals. Der Trüger! Abgreifer! Schnurrwandel! Hochstapler! Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Aber hier ist die Grenze. Oh, Ilse, komm sofort her. Komm sofort her. So. Nein, mach ich jetzt mal so. Mach ich jetzt mal so. Guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich hier zur ersten öffentlichen Mitgliederversammlung des Komitees für Gerechtigkeit Sektion West, weil wir haben uns gesagt, im Westen steht es auch nicht zum Besten, müssen wir uns auch mal beschweren. Wir fordern Wiedergutmachung für Wiedervereinigungsschaden, die wir hier erlitten haben und wollen da auch mal etwas haben. Mein Name ist Dame wie Herr, nur weiblich. Ich komme aus Frankfurt, arbeite als Putzfrau in einem Steuerberaterbüro bei Dr. Hinter und Dr. Zier im Schatten der Deutschen Bank, kenne mich also aus in dunklen Geschäften. Und bin der Meinung, das ist jetzt ganz schlimm durch die Wiedervereinigung, da steigen ja die Steuern, die Mehrwertsteuer ist schon auf 100% und die Kriminalität steigt auch und das treibt den kleinen Mann die Verzweiflung, die kleine Frau ans Fläschchen. Ne? Da likörmäßig. Und auch sonst sieht es ja nicht gut aus. Meine, gerade der Dr. Hinde hat ja gesagt, dass der Weihnachtsbaum weg muss. Ach Quatsch. Hat ja gesagt, dass dass es alles anders werden muss, gell? Gerade auch von der Weltwirtschaft her. Da muss jetzt die Devisen mit den Valuta, nicht wahr? Und damit die zusammen dann mit Joker als Broker beim Warentermin. Ne? Ja, ich verstehe den Wirtschaftsteil der Zeitung auch nicht, aber ich lese ihn. Man muss sich informieren. Kann heute keiner mehr sagen, er hätte was gewusst. Wenn der Lombardsatz mit dem Discoersatz unter 10 Grad Celsius fällt, dann taut ja die Preislawine auf und kommt ins Rollen und dann ist der gerichtsvollziehende Regierung und dann schlage ich vor, machen wir doch den Schalk-Golodkowski zum Präsidenten der Bundesbank, damit da wenigstens mal was reinkommt. Denn wir vom Komitee für Gerechtigkeit, ich danke Ihnen, machen hier auch wirkliche Vorschläge. Das sieht ja so furchtbar aus, gell? Seit die 16 Millionen Kommunisten jetzt da sind hier bei uns, ist ja an sich nichts zu sagen. Aber meine, früher konnte man außergewöhnliche Belastungen absetzen. Und heute kostet das Geld. Ne? Und gerade auch, die fahren auch viel Eisenbahn, die sitzen immer gerne in der Eisenbahn, gucken aus dem Fenster, weil wir hatten ja früher einen eisernen Vorhang, da haben die ja nichts gesehen. Und da fahren die immer gern rum und jetzt kriege ich dadurch keinen Sitzplatz mehr. Weil es ist schlimm, weil ich hatte ja diese Krampfadderoperation. Und da haben die mir mit so einem Draht da hier oben in den Bikinischnitt reingefahren, bis runter zum Knöchel, dann die Vene umgekehrt und umgeschlüpft wieder rausgezogen. Die musste ich dann auch mit nach Hause nehmen. Das ist ja wie beim grünen Punkt, das muss man schon entsorgen zu Hause, was man da reingesteckt hat. Und das hängt jetzt alles mit der Wiedervereinigung zusammen, dass ich da keinen Sitzplatz habe und da fordere ich Gerechtigkeit, auch für mich. Ne? Und dann ist es natürlich auch so laut geworden. Seitdem diese Leute da sind, ist es ja richtig laut. Die knirschen immer, haben Sie schon mal gemerkt? Die knirschen. Wie der Schuld und dem ganzen Stasi-Krempel knirschen die den ganzen Tag. Das sind eben, ach, das ist furchtbar. Das sind gar keine Kommunisten, das sind 16 Millionen protestantische Pastoren. Das ist das Grauen, was ich uns hier rübergeschickt habe. Das ist furchtbar. Die knirschen da vor Schuld und Dummerei da. Doch grauenhaft. Ne? Ich meine, früher bei der Inquisition, da hat es nur geknistert. Und das wäre doch schön. Ich sah immer, wir hätten nach der Wiedervereinigung ein paar erschießen sollen. Wäre bestimmt die falsche gewesen, aber man hätte doch wenigstens ein Zeichen gesetzt. Das sehe ich unter Gerechtigkeit. Ich danke Ihnen herzlich. Danke sehr. Ich darf mich vorstellen, ich bin der Janek Juskowiak aus Wanne-Eickel. Ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Eschwege wegen der besseren Luft, weil ich habe ja noch von Pütt die Staublunge. Ich bin da Filialleiter im Supermarkt, im Pennymarkt, in der Struthstraße. Das ist, wenn Sie in Eschwege ankommen, beim Bahnhof, die erste Straße, gleich links um die Ecke. Hammer!
als die Mauer gefallen ist, da kam bei mir echt Freude auf, weil ich kann jetzt wieder meine polnische Urheimat besuchen. Und bei uns im Supermarkt, da war echt Stimmung. Hör mal, die Kronenkorken sind nur so von den Flaschen gehopst und dann in den ersten Tagen danach, der Laden hat gebrummt, die Kasse hat geklingelt, der Umsatz hat gerappelt. Vor allen Dingen Pampers und Bananen in einsamen Kopf-an-Kopf-Rennen an der Umsatzspitze. Hör mal, ich habe mir manchmal gedacht, die Ostkiddies können sie vielleicht gar nicht so viel Bananen reinkriegen, wie sie kacken wollen. Aber geht's? 3 Jahre später, allein den Verlust von Einkaufswagen mit Kindersitze und er geht in eine gastronomische Dimension. Und das kriegst du nicht mehr mit dem Umsatz von Fruchtzwergen wettgemacht. Hör mal, allein wenn ich das Wort Umsatz heute höre, dann kommen mir die Tränen. Gerade am Wochenende kommen die Ossis, also die Menschen aus den 5 neuen Ländern, geht's bei uns eingefallen wie die Heuschrecken über die Regale, becken sich Halden von Waren in ihre Wägen. Und wenn ihnen dann an der Kasse die Kassiererin freundlich sagt, dass bei uns vielleicht doch die Arbeitslosenversicherungskarte nicht als Kreditkarte akzeptiert wird, dann werden die pappig, dann werden die bockig. Und dann natürlich jede Menge Französisch einkaufen, also zap, zap. Hör mal, bei uns in Eschwege ist der Papst echt der einzige Pole, der noch nie beim Klauen erwischt worden ist. Und dann die ganzen Konsumsitten sacken in den Keller, gerade am Samstag. Da sag ich noch für den einen, hör mal, das ist eine Schlange, was tut man da? Da sagt er vorne tottreten. Nee, sag ich hinten anstellen. Aber die Zentrale, die kümmert das nicht. Die drückt dich morgen noch einen Sonderposten an Jogginghosen mit eingenähten Bierdosen da rein. Hör mal, da könnte ich auch... Da tut mir leid, dass ich jetzt so emotional geworden bin. Aber ich meine, und da spreche ich für alle Filialleiter in der Region, wir haben eine schwere Aufgabe, wir müssen es packen, 17 Millionen Menschen, die bis dato im öffentlichen Dienst tätig waren, wieder ans Arbeiten zu bekommen. Aber ich sag immer, du kriegst kein Omelett gebacken, ohne dass du Eier zerschlägst. Aber dass wir jetzt noch im Nebenjob dazu angehalten sind, westliche Unsitten in westlichen Kulturkonsum umzuficken, also diese Menschen beizubringen, wie machst du aus einem Omelett wieder ein Spiegelei gebraten? Ja, Hammer! Bin ich denn das Frontschwein der Marktwirtschaft? Bin ich denn der Schützearsch im Grabenkampf zwischen Tiefkühltheke und Zigarettenständer? Und deswegen finde ich gut, dass sich das Komitee für Gerechtigkeit West gegründet hat. Und wenn es heute vielleicht auch mal dafür gut war, dass es mir jetzt gut getan hat, dass ich das mal so sagen konnte. Ich muss Ihnen sagen, ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen, wa? Also das gibt es ja nicht, was bei uns in Berlin los ist, wa? Also die in Bonn, die uns diese Einheitssoße verbockt haben, wa? Die wissen ganz genau, wieso die nicht nach Berlin ziehen, wa? Die Preise, das steigt, also die Mietenspirale, sie, das dreht sich, das bricht mir das Genick. Ich war gerade erst bei meinen Orthopäden, hab mir tonusmäßig wieder die Halswirbel ausfuchten lassen, wa? Ja, meine Olle kann auch nicht mehr mitverdienen, wa? Die ist seit 6 Jahren tot, aber... Sie, die liegt immer noch in Erlangen in die Spezialklinik auf Intensivstation und kriegt immer noch permanent Kinder. Ja, wie soll ich das denn von Ihnen kleinen Gehalt als Zugabfertiger bei die U-Bahn finanzieren, wa? Sie, ich bin vor 6 Monaten versetzt worden vom Westteil nach dem Ostteil nach dem U-Bahnhof Alexanderplatz. Das wimmelt da von Horden von schwarzafrikanischen Schwarzfahrern, die das Gesamtbild im Tunnel verdunkeln. Das ist voll mit vietnamesischen Schwarzhändlern, mit rumänischen Schwarzmusikerbanden und jugoslawischen Schwarzhütchenspielergangs. Und das ist ein Dreck. Also, ich habe nicht gegen die Menschen im Osten. Das sind Schweine, wa? Also, ja, das sind ganz arme Schweine. Aber da ist irgendwas, das die das früher nicht gekannt haben, mit den Plastikdosen und die Bierdächer. Das fliegt da alles rum. Und ich sage Ihnen, ich bin gelegentlich nicht in der Lage, dass ich einen geordneten Fahrbetrieb garantieren kann. Wa? Nachts, da träume ich von weggeworfenen Kippen und Arbeitslose. Die Martina, was mein Verhältnis ist, wa? Sagt sie, dass sie nicht mehr neben mir schlafen kann, weil ich nachts so laut stöhne unter die Last meiner Versetzung. Und sagt sie, dass sie mich nicht mehr anfassen will und Ähnliches, weil ich den Geruch des Ostens angenommen habe.
Sie, wenn ich meine Braut behalten will, dann muss ich mir täglich 2 Liter Flaschen Parfüm zur äußeren und inneren Anwendung bringen, was mir als Kosten von die Betriebsleitung nicht mal erstattet wird. Sie, ich helfe gerne den Menschen, aber wenn das gegen meine privaten Verhältnisse geht, dann ist Schluss. Sie, Herr Kohl, das würden Sie mit Hannelore doch auch nicht mit sich machen. Ich verlange das Komitee für Gerechtigkeit, und zwar auch für uns, die wir im Untergrund für Kohl die Köpfe hinhalten. Sehr gut, sehr gut. Mein Name ist Bruder B. Brodersen. Ich komme aus dem Immobiliengeschäft hier in Hamburg. Meine Damen und Herren, ich bin heute Abend zu Ihnen gekommen, Ihnen zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann. In dieser Art und Weise lassen wir mit uns nicht mehr länger umspringen. Ich hause, denn wohnen kann man das leider nicht nennen, seit einiger Zeit während der Woche in Dresden. Und gerade gestern erst komme ich zu meinem Fahrzeug, einem kleinen Porsche Cabrio, und sehe, wie eine ganze Horde entmenschter Kinder, deutscher Kinder notabene, das Verdeck mit Küchenmessern unsachgemäß geöffnet hat und der Anführer dieser Bande bereits seit einer geschlagenen Stunde mittels meines Autotelefons nacheinander mit der Zeitansage von Tokio, mit dem Gorilla-Schutzverband in Ruanda, mit dem persönlichen Büro des Papstes telefoniert. Jetzt ist Schluss! Wir, die Investoren aus dem Westen, die dort täglich Milliarden und Abermilliarden in den sächsischen Sumpf setzen, müssen uns dort vor Ort laufend beschimpfen lassen als miese Abgreifer, als skrupellose Absahner und rücksichtslose Abstauber. In meiner wirklich unter allen Standards 40 Quadratmeter Altbauwohnung mit Toilette auf halber Treppe und die Pilze, die ich mir dort einfange, gibt das in keinem Medizinbuch. In dieser sogenannten Wohnung jedenfalls werde ich von den Nachbarn, deutschen Nachbarn, notabene beschimpft, von Polen beklaut und von irgendwelchen Ostkötern angepinkelt. Ich werde dort schlimmer behandelt als ein sogenannter Fidschi im Arbeiterwohnheim. Und das stinkt mir. Ja, sind wir jungen Pioniere denn die Hampelmänner der Nation? Sind wir jungen Pioniere des Marktes denn der Watschenmann eines Herrn Weigel? Oder muss ich für die dumpfreche Verwaltung dort vor Ort in Demmelklaas spielen? Jetzt ist Schluss. Ich verlange das Komitee für Gerechtigkeit. Ich danke Ihnen. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Uschi Klemkes aus Köln. Ja, ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Hören Sie mal, den Beruf muss schließlich auch jemand machen. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld Sie von zu Hause aus haben. Ja, aber hören Sie mal, seitdem hier die Wirtschaft den Bach runtergeht, das ganze Geld in den Osten geht, da ist mein Mann bei Ford auf Kurzarbeit. Da hat er zu mir gesagt, Uschi, ne? Uschi, hat er gesagt, wenn wir unsere schöne Wohnung behalten wollen, muss er anschaffen gehen. Hat er mich auf die Straße geschickt. Ja, jetzt gehe ich seit 2 Jahren als Politesse. Ja, hören Sie mal, das ist ein anstrengender Beruf. Ja, früher war das einfach eine abgelaufene Parkuhr, 5 Mark. Aber hören Sie mal, seitdem wir 800 Mark Minimum pro Schicht für den Weigel seine Kasse ranschaffen müssen, pro Tag, ja, hören Sie mal, da herrscht Krieg. Mein Revier ist ja die Friesenstraße. Ich habe da 40 Parkuhren laufen. Nebenbei. Dann habe ich ja noch den Taxihalteplatz. Da stehen immer meine Stammkunden. Aber hören Sie mal, seitdem die Ramona Trübke aus Halle im Klapperhof arbeitet, da habe ich die schon 2-mal erwischt, wie die bei meinen Stammkunden am Wildern war. Habe ich gesagt, Ramona, bleib aus meinem Revier weg, sonst knall ich dir mein Funkgerät über den Kopf. Ja, hören Sie mal, die Kunden werden ja auch immer frecher und aggressiver. Früher, da waren die Herren noch charmant, da gab es ab und zu ein Trinkgeld obendrauf. Aber jetzt bei den überteuerten Tarifen, immer die frech. Na, du bockst dann Schwaube, für 50 Mark muss auch ein bisschen mehr drin sein. Ja, hören Sie mal, soll ich jetzt für die verfehlte Einheit meinen Hintern hinhalten? Nee, und deswegen verlange ich das Komitee für Gerechtigkeit. Vielen Dank. Ja. Aber jetzt muss ich dir noch ganz kurz was sagen. Also ich bin ja auch seit Kindheit an im Kölner Karneval aktiv und ist ja gerade jetzt wieder Session und seit 10 Jahren bin ich ja auch bei den Kölner Polizeifunk-Mariechen von 1969 und da habe ich ein kleines Lied vorbereitet, das möchten wir jetzt gemeinsam hier Ihnen vortragen. Bitte, meine Herren. Schau.
das liebe Geld, Geld, Geld. Es geht ja nur um Geld, Geld, Geld. Auch ein kleiner Pfennig ist mir nicht zu wenig. Doch seh ich eine Mark, 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 dann fühle ich mich stark, stark, stark. Und für einen D-Mark-Scheck geb ich meine Seele weg. Die fetten Jungs in Brüssel, die hängen ihren Rüssel rein in unsere Taschen und wollen bei uns naschen. Lira, Krone, Peso, Pfund ist doch alles nicht gesund. Was soll der ganze Eco-Quark? Wir bleiben bei die deutsche Mark. Für alles sollen wir blechen, für Russen und für Tschechen, für Ungarn und für Polen ist hier nichts mehr zu holen. Und auch das Volk von Asien, von Ghana und Abchasien, dem sagen wir jetzt klipp und klar, es ist nichts mehr da. Denn auch die dritte Welt, Welt, Welt will nur an unser Geld, Geld, Geld. Und ein kleiner Pfennig ist denen viel zu wenig. Die wollen auch nur Mark, 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 dann fühlen sie sich stark, stark, stark. Und reicht man denen einen Scheck, ist schon die ganze Kasse weg. Versucht's doch bei den Schweden, bei den blonden Blöden, vergleicht doch eure Miesen bei den Portugiesen. Feiert eure Feten mit spanischer Peseten, für eure kranken Banken holt euch doch Schweizer Franken. Für eure blöden Schulden besorgt euch erstmal Gulden, schwimmt rüber zu den Briten und zieht euch ein von Nieten. Die Mark, die bleibt im Panzerschrank, verrammelt in der Bundesbank. Und mit leichtem Grinsen drehen wir an den Zinsen. Ja, das liebe Geld, 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 es geht ja nur um Geld, Geld, Geld. Auch ein kleiner Pfennig ist uns nicht zu wenig. Die gute deutsche Mark, Mark, Mark ist ungeheuer stark, stark, stark. Und für diesen Eco-Dreck geb ich sie nicht weg. Wie geht's? Leute, mir geht's jetzt wieder besser. Früher war es genauso, wie ihr es auch erlebt habt. Jeder Arsch sagt, wo es lang gehen soll. So, 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 so. Ich bin auch dem Zeitgeist hinterhergejapst, wie ein gestresster Studienrat mit Raucherbein beim Morgenjogging. Jeder Vollidiot hat sich in meine Festplatte eingemischt, hat an meinen Programmen rumgefummelt, hat an meinen delikaten Zukunftsplänen rumgeschüttelt wie am ausgeleierten Flipperkasten. Freunde, bei mir im Oberstübchen sah es manchmal aus wie bei Hempels unterm Sofa, als ob das Tittenteam von Tutti Frutti und die SPD-Ratsfraktion zusammen Vatertag feiern und die Sau rauslassen. Das Ganze war im Eimer. Aber es ist für mich überhaupt gar kein Thema, denn da gab es für mich nur eins: Totalsanierung der gesamten Dachetage und Neuausstattung mit dem Feinsten und Besten, was Silikose Valley zu bieten hat. Freunde, hier oben im Großhirn, da brummt jetzt der weltbeste Biochip mit 1000 Gigabits, mit einer Super Survivor Software Happy Life 2000. Das ist intravenös an Herz und Nieren angeschlossen. Das ist netzunabhängig durch Solarpanel. Das ist aufwärtskompatibel, bis die Welt untergeht. Das sind alle Lebenslagen und Probleme, Frühstücksei, Hungerkatastrophe, Weltwirtschaft und Sparstrumpf aufgeschlüsselt. Freunde, und das kostet mich nichts. Das ist die Software, das ist die Hardware. Ich bin nur der User. Alles, was ich mache, setze ich als Werbungskosten von der Steuer ab. Alles Leasing, überhaupt gar kein Thema. Und damit kann ich auch noch euch verstehen, denn das konvertiert auch noch das angefaulteste Apple-Programm, das auf deinem Laptop piekt. Und wie war es früher? Der Tag beginnt wie jeder andere Tag, beginnt grau und trübe. Ich war ein unheimlicher Morgenmuffel. Um 8 Uhr hat der Wecker gerappelt. Um 12 bin ich dann endlich wach geworden, weil ich 2 Minuten vorher mein Auto um den Baum gewickelt habe. Der Tag war regelmäßig im Eimer. Ist für mich heute kein Thema. Dann nehme ich meine Hallo-Wach-Diskette.
die hat einen automatischen Albtraumabräumer. Und dann werde ich unmittelbar aus der Tiefschlafphase durch einen Stimmungsbooster mit Akustikdesign, erlebnisbreite Romantik bis Techno, abgehoben und dann in einem Abgleich zwischen koksen wollen und Karriere machen müssen, durch meinen Terminplan gesteuerten Terminkorrektor, wie in einer supersoften Mondlandung in den Kampf ums Dasein abgesetzt. Da habe ich noch kein Watt Energie verbraucht. Da bin ich noch frisch wie ein Fisch. Und dann hinein ins feindliche Leben. Und da brauchst du heute eine 1A-Orientierung, denn wer keine hat, vergreift sich gern am Oriental. Nochmal zum Bleistift. Du sitzt in einer S-Bahn neben einem schwarzen Mitfahrer. Bei der nächsten Haltestelle geht die Klapptüre auf. Vier Glatzen stürmen rein mit auftätowiertem Deutschland, den deutschen Sticker, und wollen den aufklatschen. Was machst du jetzt? Wenn der Weltnachbar in Somaliland geblieben wäre, dann könnte ich jetzt weiter ziemlich cool und friedlich Waffen für El Salvador sammeln. Aber so stehe ich vor der Entscheidung, entweder ich schaue weg, wie sie ihn abstechen und auf die Schienen schmeißen, oder okay, ich zeige Zivilcourage. Arsch hoch und Zecken auseinander. Aber Freunde, ich bin pazifistisch resozialisiert worden. Und da komme ich nur als dummer toter Dritter, als Loser und Verlierer aus der Sache, mit einem Gefühl, als hätte ich in einen alten Teppich gebissen, der Tag ist im Eimer. Ist für mich heute auch gar kein Thema mehr. Da nehme ich hier meine Come-Together-Diskette. Freunde, da wird keiner ausgegrenzt. Die hat total Akzeptanz mit Toleranzkontrolle. Und dann schalte ich mich in seine glatzrasierte Hassbox, unterwandere seine Killerinstinkte mit meinem Urtrieb-Turbulator und dann faxe ich ihm langsam rüber, dass er die Faxen lassen soll. Wir können das heute früh mal am Hafen ausprobieren. Und wenn es schlimmer wird, für mich kein Thema, dann nehme ich das Spitzensuperprogramm MS Word 7,5 auf meiner Diskette Pazibello 9 mm und dann bin ich immer im Lot. So viel Frieden wie möglich, so viel Bürgerkrieg wie nötig. Und zur Entspannung habe ich jetzt eine unheimlich heiße Sache mir zu Weihnachten geschenkt. Auf dieser Super-CD ist die gesammelte Software von Kafka und Kansalik zur Erbauung. Okay, die Taschenbuchausgabe ist etwas billiger, aber hier mache ich mir beim Umblättern nicht mehr die Finger nass. Aber das Hauptproblem ist doch, was machen wir mit der Ökokatastrophe? Freunde, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen verzichten. Jeder weiß es, aber wie seid ihr im Schlussverkauf rumgelaufen? An jedem Finger zwei eingerissene Plastiktüten. So geht's nicht, die Einsicht ist da, aber keiner geht hin. End oder weder, alle oder keiner, ja was denn nicht? Für mich überhaupt kein Thema. Heiße Luft und falsche Hektik werden bei mir an die Diskette gelegt. Da habe ich meinen Konsumkorrektor drauf. Shopping for a better world. Dann ist Fortschritt und Schrumpfung kein Gegensatz mehr, sondern Fortschrumpf durch Schrumpfschritt. Oder jetzt kommt der Hammer, was machen wir am Tag X und eine Woche später, wenn alles vorbei ist? Das habe ich mir heute überspielen lassen. Das ist mein Future-File auf der Deus Ex-Diskette. Freunde, da erlebe ich in der Vorschau schon den Film, den ihr erst mitkriegt, wenn die Polkappen abgeschwitzt sind und ihr zum Überleben wieder wie die Kaulquappen Kiemen kriegen wollt. I can see tomorrow coming. Das ist naturidentische Erlebnissimulation. Das müsstet ihr mal sehen, wie ihr da aussieht. Ziemlich alt, aber das können wir ändern. Das ist überhaupt gar kein Thema. Einen Moment. Scheiße, irgendwas stimmt jetzt nicht. Ich soll das Programm speichern. Check your battery. Hat hier irgendjemand eine Steckdose gesehen oder eine Verlängerungsschnur? Es sind nur noch Bomben auf dem Bildschirm, ich kriege sie mir abgespeichert. Das kommt eben davon, wenn man sich hier in Hamburg im Februar auf Solarenergie verlässt. Das macht mich jetzt total. Leute, ich wollte jetzt eigentlich nur ganz kurz was Privates jetzt hier mal sagen.
Vielleicht eine Bitte an die Technik, vielleicht könntet ihr mal irgendwie so schon auch so ein bisschen das Saallicht anmachen, weil das ist schon sehr persönlich und ich möchte das schon so Auge in Auge, also dass wir uns da auch irgendwie gegenseitig bei angucken. Weil, also was momentan in Deutschland an Nazi-Scheiß abläuft, das ist eine total uncoole Kacke. Und danke. Und also, und wirklich, also ich habe ja auch immer gesagt, wenn die Wiedervereinigung kommt, dann geht das auch gleich wieder los mit Deutschland und so. Und dabei hatten wir 89 im Frühjahr unser Komitee gegen Faschismus und Krieg aufgelöst. Ja, und als das jetzt dann losging mit Hoyerswerda damals und so, und ich das im Fernsehen gesehen habe, da war ich echt total geschockt. Und da habe ich gleich den Manni angerufen und habe gesagt, ey Manni, wir werden wieder gebraucht. Aber da hatte der Idiot die Adressenkartei schon weggeschmissen. Und das hat also echt Monate gedauert, bis wir da die ganzen Leute wieder zusammen hatten und auch, dass wir jetzt mal einen Termin gefunden hatten. Und dann haben wir uns jetzt letzte Woche getroffen. Weil das jetzt auch echt wichtig war. Also der Manni, der Kurti, der Freddy und ich. Also jetzt mehr so eine kleine Gruppe. Also die Moni wollte auch noch kommen, aber die rief dann an und sagte, ey Leute, ich bin schwanger. Vielleicht. Und dann ist mir das mit dem Kind zu gefährlich. Also das habe ich dann auch irgendwie schon echt verstanden auch. Und ja, dann saßen wir da so zusammen, so wie früher, ne? Der Mann hat einen Brennnesseltee nach dem anderen gebraut. Und dann haben wir auch noch mal so eine richtige Tüte durchgezogen, sodass wir so bessere Vibrations haben. Boah, ja. Und da ist auch echt was mal rausgekommen, also zum Beispiel ein Flugblatt. Also nicht so oberflächlich, schon so mehr in die Tiefe gehen, also schon so irgendwie, also so direkt an die Skins gerichtet, also dass denen das einer mal so direkt sagt, also so, hallo Skins, lass den Scheiß. Aber dann haben wir überlegt, wer das denen jetzt verteilt und... Da hat der Manni gesagt, dann machen wir vielleicht doch lieber mal wieder eine Lichterkette. Das fand ich jetzt aber nicht so gut, weil irgendwie Advent ist auch vorbei. Und dass wir da jetzt immer die deutsche Kerzenindustrie sponsern, finde ich auch irgendwie nicht okay. Also echt nicht. Naja, und dann sind wir doch erstmal zum Kurden essen gegangen. Also so als direkte Soli-Aktion. Weil das ist ja auch nicht ganz ungefährlich und... Der Mustafa hat einen Raki nach dem anderen ausgegeben und dann haben wir nochmal so richtig gesungen, so wie früher. Hoch die internationale Solidarität. Ganz leise. Also wegen der Nachbarn. Ne? Und dann hat der Manni noch eine Flasche Raki auf den Tisch gestellt und dann haben wir noch so alte Arbeiterlieder gesungen und aus dem spanischen Bürgerkrieg und der Mustafa immer auf Kurdisch dabei. Ja. Bis dann so ein Nachbar kam, also war echt spät auch schon, so um 4, ne, kam der an, also kein Fascho, also der Typ ist schon irgendwie auch okay, also ich kenne den, ist so linke SPD, Anti-Engholm, obwohl der ist jetzt beim Paragraph 16 auch umgefallen, also politisch gesehen auch schon wieder irgendwo ein Arschloch. Aber menschlich komme ich ganz gut klar mit dem und der hat dann gesagt, ey Leute, hör mal, wirklich, wisst ihr, wie spät das ist, ne? Jetzt ist aber echt mal Ruhe, ne. Und da habe ich dann die Idee gehabt, weswegen ich jetzt vom Komitee heute Abend hier bin, nämlich, dass wir jetzt gemeinsam was gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus machen. Also, dass wir jetzt gemeinsam eine Minute gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus schweigen. Ich fange das jetzt mal so auf ganz an, dass das auch korrekt abläuft von der Zeit her, dass ich da auch den Überblick habe. So, Leute, jetzt... Thank you.
dass das irgendwie nur ein Versuch ist. Aber mein Gott, was hätte ich machen, wenn ich sonst Kind sehe? Würde ich am liebsten ihm auch also die Fresse hauen. Aber was soll ich machen? Ich bin gegen Gewalt. Mein Gott, da sollen die Bullen doch mal einschreiten. Wozu haben die denn jahrelang an uns geübt? Ist das wirklich wahr? Aber dann sollen sie doch mal die Wasserwerfer aus Wackersdorf holen und die Hubschrauber aus Brockdorf und dann die ganzen Skins einfangen mit Bundesgrenzschutz GSG 9 auf Rügen einsperren, Stacheldraht drumherum und dann so lange draufhauen, bis sie Ja sagen zur multikulturellen Gesellschaft. Leute, das tut mir jetzt leid, da bin ich jetzt echt emotional ein bisschen aus mir rausgegangen. Bin aber auch so engagiert in dem Thema. Aber ich wollte noch mal sagen, ich fand das unheimlich toll, dass ihr jetzt alle mitgemacht habt, weil das hat mir schon sehr viel Mut gegeben. Und ich fand das unheimlich toll, dass wir jetzt gemeinsam zu Ausländerfeindlichkeit und Rassismus geschwiegen haben. Weil da merkt man, dass man nicht so alleine ist. Danke, Leute! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute Abend sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Der heiße Stuhl. Unser heutiger Gast behauptet, die Deutschen sind hässlich. Es ist der Autor des in England auf der Bestsellerliste stehenden Buches Die Deutschen sind hässlich, Herr Dr. Rainer Kotzelmann. Oh Mann, seid ihr hässlich. Zu dieser unglaublichen These nehmen Stellung vier Alkoholiker aus sechs heimischen Anbaugebieten. Als da sind Schenk Dobermann, Nachbarschaftskontrolleur aus Köln-Nippes. Wieland Schmid, Hausmeister aus dem Frankfurter Nordend. Sigi Kowalski, arbeitsloser Zwiebelschneider aus Berlin-Britz. Und Adolf Söderbaum, Frührentner aus Hamburg-Eimsbüttel. Oh Mann, sind die hässlich. Jetzt sagen Sie mal, Herr Dr. Kotzelmann, wie kommen Sie auf die perverse Idee, dass nur mal zum Bleistift ich persönlich hässlich bin? Ich habe auf der Kirmes in Köln-Kalk dreimal den ersten Preis gewonnen im Schönheitswettbewerb als Wampenking. Ja, jetzt kotzen Sie noch nicht so dumm rum, jetzt stehen Sie doch mal zu Ihrer Prothese. Herr Dr. Kotzelmann, Sie sind ja offensichtlich Akademiker. Ist ja nichts Schlimmes. Aber ich habe kein Abitur und bin trotzdem kein schlechter Mensch. Ich liebe zum Beispiel Kinder. Und manchmal hole ich mir so ein kleines Kind von der Straße, führe es in meinen Hobbykeller und dann erleben wir gemeinsam aufregende Stunden. Da lernen die mehr als in der Schule. Kotzelmann, hören Sie mal, ich kann der Familie nicht sagen, dass ich hässlich bin. Hören Sie mal, wenn ich bei uns über die Straße gehe, da hängen doch gleich die Schlüpfer am Kirchturm. Hören Sie mal, jetzt haben wir gerade im Wettbewerb unser Kiez soll schöner werden, den dritten Platz gemacht. Also was wollen Sie eigentlich? Was sind Sie überhaupt für ein Doktor, Herr Kotzelmann? Wie kommen Sie dazu zu behaupten, wir Rentner und Pensionäre seien hässlich? Das Gegenteil ist richtig. Wir kennen sogar Sexualität. Jawohl. Gerade der orale Sex unter zahnlosen Rentnern ist wunderbar. Da kann ich nur sagen, schade, dass ich das Buch schon fertig geschrieben habe. Aber ich werde die Anregungen aufgreifen und vier neue Bände schreiben. Band 1, Band 2, Band 3, Band 4. Und dann darf ich Ihnen aus diesem Band zur Untermauerung meiner These etwas herausnehmen. Die Deutschen sind hässlich, denn sie sind aggressiv und gewalttätig. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Alles geht zu Ende, auch dieser Abend geht zu Ende. So wie das Abendland untergeht und das 20. Jahrhundert verschwinden wird, dieses Jahrhundert, das der reale Albtraum der großen Ideen des 19. Jahrhunderts ist. Sozi, Nazi, Prolli, Sponti, Interconti. Amen. Auch der Landgang der Reichspoltermänner, die Deutschland von der Schwermut befreien wollten, geht zu Ende. Menschen haben sie getroffen, aber keine Handwerker. Ein Volk, das zerrissen ist zwischen U und E, Unterhaltung und ewigem Elend und deshalb rumhängt und rumjammert und sich nicht an den kategorischen Imperativ hält, der da lautet, du sollst deinen Nächsten nicht nerven wie dich selbst. Stattdessen behaupten sie, das Boot sei voll und wo es voll wird, da wird es auch Zeit zu gehen. Die Reichspoltermänner verlassen das E-Land Deutschland, betreten ihr U-Boot und legen ab. Herr Kalau, Witzfoto 93 meldet, Auftrag ausgeführt. Alle Witze verschossen. Böse Minen aufgeklärt. Miesmacher abgeschossen. Heulbojen versenkt. Witzkrieg gewonnen. Danke, Männer, ich bin stolz auf euch. Achtung, Mützen ab. Wir gedenken der gefallenen Pointen. Riesenwitz Nummer 14. Ossiwitz 337. Der 97.000. Kohlwitz. Klausewitz. Danke, Männer. Mützen auf. Neues Witzziel anpeilen. Witzzielpeilung Afrika. Da haben die Menschen auch nichts zu lachen, Herr Kalau. Aber auch der Neger hat schwarzen Humor. Achtung, Männer! Fertig machen zum Ablegen. Überall auf dieser Welt packen die Menschen ihre Sachen. Sie folgen ihrem Trieb, sich jetzt auf den Weg zu machen. Auch bei uns fährt man in Urlaub, man ist gern in fremden Ländern. Und das andere, das es auch wollen, daran kann man nichts mehr ändern. Auf der ganzen Welt wird mit den Füßen abgestimmt. Und Deutschland ist die Urne, wo die Ja-Stimmen drin sind. Wer stehen bleibt, wird von dieser Welle weggespült. Drum wird einer von ihnen, dass du einmal Leben fühlst. Denn auch der Präsident, Herr Carstens, wusste es genau. Wer Tag für Tag entwandert, der lebt lange, ob meiner Frau. Drum steh nicht abseits und trete ein in unseren Völkerwanderungsverein. Die Menschen sind alle Nomaden. Sie leben wie Nomaden im Speck. Und wenn sie keinen Speck mehr haben, bewegen sich alle vom Fleck. Mach's wie die Wildgans und die Wanderratte. Auch in ihr steckt doch ein kleiner Vagabund. Liege nicht so faul auf deiner Matte. Wandre mit uns, denn die Welt ist rund. Da kommen Menschen zu uns, die ihre Heimat achtlos verlassen haben, weggeworfen wie eine leer gesoffene Batida de Coco-Flasche. Das ist umweltfeindlich. Wir kleben dem Globus den grünen Punkt auf und der grüne Pfeil weist uns den Weg. Verbrannte Länder werden wiederverwendet.
Deutsche Heimatfreunde, in euren Yucca-Palmen und Futonbetten sehe ich die Sehnsucht nach einer anderen Welt. Mann des Nordens, du hast genug verheizt. Frau in der Kälte, du hast genug gefroren. Ihr habt lange genug in Bräunungsstudios gebrummt und an der Batida-Flasche nur genippelt. Viele von euch in Hamburg haben sich doch schon einen Geländewagen angeschafft. Also, ab in die Wüste und leben wie im Traumschiff. Jeder von uns ist in seinem Leben doch schon mehrfach umgezogen. Reisen bildet und ein kleiner Tapetenwechsel hin und wieder macht nur gute Laune. Also Männer und Frauen, kauft euch nicht nur diese schönen neuen Mobilfunktelefone, macht euch doch selber auf die Socken. Oder wollt ihr etwa wie in Jugoslawien warten, bis ihr mit Waffengewalt aus euren Häusern vertrieben werdet? Wer schlau ist, der geht schon vorher weg. Das Land ist doch voller Speditionen. Das Land ist voller Möbelwagen. An der Küste warten große Fähren auf euch. Nutzt sie. Hoch die internationale Mobilität. Die Menschen sind alle normal. Sie leben wie normal im Speck. Und wenn sie keinen Speck mehr haben, bewegen sich alle vom Fleck. Mach's wie die Wildkatz und die Wanderratte. Auch in dir steckt doch ein kleiner Vagabund. Liege nicht so faul auf deiner Matte, wandre mit uns, denn die Welt ist rund. Wenn wir das Sagen haben in Kenia und am Nil, wird dort der Saustall aufgeräumt, wir sind Profis in dem Spiel. Mit Dürre, Elend, Hunger ist dann endlich Schluss. Wir bringen in der Sahara die Wüste schnell in Schuss. Dann wird man hier erleben, worauf der Wohlstand baut. Man hat dem Neger jahrelang die Kokosnuss geklaut. Benzin, Bananen, Erdnuss, nicht mehr für ein Apfel und ein Ei. Die Ausbeutung von Afrika ist endgültig vorbei. Wer rettet hier die Umwelt? Freiwillig keine Sau. Durch Ölboykott befreien wir Köln vom Abgas und vom Stau. Das Wandern bringt den Müllers Happiness und Geld. Und auch für die Schwarzen steigt die Stimmung auf der Welt. Die Natur hat uns Deutsche grausam bestraft mit einer schaurig romantischen Landschaft und grässlichem Wetter. Und genau so sehen wir aus. Deutsch sein heißt im Walde stehen, wenn's regnet. Grauer, fieser November, Nieselregen. Im Walde, der schwarz steht und schweigt. So entstehen Gewalt und Barbarei, Banausentum, Vorwurfsvolligkeit, schlechte Laune, Niedertracht und Bäh. Erst wird der letzte deutsche Eichenbaum gefällt. Erst wird das letzte dumme Bambi-Reh erschossen. Erst wird das letzte stille Tal von Landwirtschaft befreit. Erst dann kehren wir zurück. Die Menschen sind alle Nomaden, sie leben wie Nomaden im Speck. Und wenn sie keinen Speck mehr haben, bewegen sich alle vom Fleck. Mach's wie die Wildkatz und die Wanderratte, auch in dir steckt noch ein kleiner Vagabund. Liege nicht so faul auf deiner Matte, wandre mit uns, denn die Welt ist rund. Wandere mit uns, denn die Welt ist rund. Wandere mit uns, denn die Welt ist rund. Thank you.
kein Mensch sagt heute mehr Danke. Das ist der Lohn der Welt. Kein Mensch sagt wirklich Dankeschön für das, was er erhält. Es wollen nur alle haben, doch geben wollen sie nicht. Kein Mensch sagt heut mehr Danke für alles, was er kriegt. Und sag doch einfach Danke, das ist doch nicht so schwer. Egal in welcher Sprache, sag einfach Danke dir. Ob grazie, thank you, checku you, spasiva und shukran, die Sprache ist nicht wesentlich, aus Danken kommt es an. Kein Mensch sagt heute mehr Danke, das ist der Lohn der Welt. Kein Mensch sagt wirklich Dankeschön für das, was er erhält. Es wollen alle nur haben, doch geben wollen sie nicht. Kein Mensch sagt heute mehr Danke für alles, was er kriegt. Ob Norden, Süden, Osten, das Wort ist immer gleich. Und hat doch Zauberkräfte, ob arm du bist, ob reich. Ob du Almosen kriegst oder vom Nachbarn eins aufs Maul. In jedem Fall sag Dankeschön, Mensch, sei doch nicht so faul. Drum sagen wir euch Danke, dass es euch wirklich gibt. Denn hier steht das Reichspolterteam, das euch von Herzen liebt.